Nachtschattengewächs Kalsen fragt Pietsmiet. Glaubt ihr an Sternzeichen bzw. Aberglaube? Glaubst du noch an Aberglaube? Nein. Ich glaube an Karma. Ist das das Gleiche? Nee. Dass du Natur gut ist und Kampf gut ist und so, weißt du? Nee, weil da kannst du dir noch irgendwie so einen Zusammenhang festlegen. Also nach dem Motto, okay, vielleicht helfe ich einem Menschen, aber es könnte sein, dass ich den wieder treffe. Dann ist eine echte Chance. Ja, genau, das denke ich mir. Also du, aber sowas wie, yo, schwarze Katze, links, rechts, 13. Nee, das ist alles. Ich kann mich noch an Freitag, den 13. erinnern, war ein grandioser Tag. Der war toll. Aber kann ich jetzt nicht erzählen. Nicht für euch bestimmt, aber war schon ein guter Tag. Naja, ich weiß zumindest, dass ich Zwilling bin. Ansonsten, ich glaube tatsächlich, also was heißt ich glaube, also wenn man mal drauf achtet, habe ich das Gefühl, dass Karma doch schon relativ häufig mal passiert, aber jetzt halt so irgendwie eine Zeitschrift holen oder Zeitung oder sowas und dann mir das Horoskop durchlesen, und ich gehe auch unter Leitern durch oder ich laufe an einer schwarzen Katze entlang vorbei. Ich finde Sternzeichen ganz schön witzig, weil die sagen dir immer, was du hören willst. Also, du findest, wenn du 10 Magazine kaufst und da Sternzeichen gedeutet werden und dein Horoskop drin steht, dann steht da irgendwo auch das drin, was du hören möchtest. Und, mein Arm wird langsam schwer. So. Das finde ich halt so ein bisschen Banane. Auch diese Sache von wegen, ich habe da hier bei mir im Haus, ist unten ein Ladengeschäft drin. Und die Tante, die ist auch so ein bisschen so, ja, was für ein Sternzeichen bist du? Oh ja, die sind so rumtreiberisch und die sind so macho-mäßig. Und ich so, ja, vielleicht in deinem Leben waren alle Schützen rumtreiberisch und, weißt du? Also das passt halt. Auf einen kleinen Kosmos passt das vielleicht, so wie man sich das so zusammenschneidet. Aber das kann man nicht auf einen Menschen ummünzen. Dann wären ja alle in dem gleichen Monat halt gleich. Das kann ja nicht sein, der Mensch ist so individuell, das ist ja wohl hirnverbrannt. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass Leute, die in einem ähnlichen Zeitraum geboren wurden, also zum Beispiel im Winter oder im Sommer, dass man da ähnliche Sachen finden kann. Das könnte ich mir schon vorstellen. Einfach so von der Jahreszeit her so, weiß ich nicht, was man so ähnlich durchlebt hat oder so. Aber alles andere ist auch völliger Humbug. Glaubt ihr an Sternzeichen? Was glaubt man denn bei Waage zum Beispiel? So Sachen wie Waage Menschen sind sehr ausgeglichen oder so. Heißt es deswegen vage? Ich weiß es nicht. Aber nee, da glaube ich nicht dran. Und die Skorpion-Leute sind sehr aggressiv bestimmt. Doch, das glaube ich schon. Ich glaube, Menschen, die irgendwie im Zeichen des Skorpion geboren sind, das sind sehr aggressive Menschen, auf die muss man sehr aufpassen. Ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Sei denn, die Vögel fliegen tief, dann gibt's Regen.